Wir hatten uns bisher Recherchestrategien vor allem im Hinblick auf die Quellenauswahl angeguckt. Wir hatten verschiedene Quellen kennengelernt und hatten gesehen, wie man allein durch die Auswahl der Quelle seine Recherche positiv beeinflussen kann. Es macht also einen Unterschied, ob Sie in Google suchen, das was alle machen, oder ob Sie eine spezielle Quelle auswählen, wo Sie sehr viel zielgenauer suchen können und schon einen beschränkten Datenbestand haben, was ein sehr großer Vorteil sein kann. Wenn Sie beispielsweise nochmal die Datenbank DABI nehmen, da sehen Sie, dass von vornherein nur Artikel aus der Bibliotheks- und Informationswissenschaft aus dem deutschsprachigen Bereich verzeichnet werden. Und wenn Sie darin suchen, dann wissen Sie, dass alle diese Artikel schon mal zu dem Bereich dazugehören. Sie haben also nicht die Probleme, dass Sie da nochmal entsprechend filtern müssen. Der Nachteil solcher Datenbanken kann natürlich sein, dass es auf gleichzeitig der Nachteil der Datenbank kann sein, dass es auf das Fach beschränkt ist. Wenn Sie über die Fächergrenzen hinweg suchen möchten, dann können Sie entweder in unterschiedlichen fachspezifischen Datenbanken suchen oder aber Sie können eine multidisziplinäre Datenbank verwenden. Das haben wir am Beispiel von Scopus gesehen. Der zweite große Vorteil ist, wenn Sie spezifische Datenbanken verwenden, ob multidisziplinär oder für eine einzelne Disziplin, dass Sie sehr zielgenau oft dort suchen können, dass die Dokumente besser erschlossen sind. Das ist ein Thema, was wir jetzt bei Recherche nicht so genau behandeln, sondern wir behandeln es aus der Perspektive natürlich der Recherche. Aber Sie lernen ja in anderen Veranstaltungen im Studium auch mehr über die Erschließung. Und dann haben Sie eben die Möglichkeit, eben über diese erschlossenen Dokumente genauer zu suchen. Aber es geht auch darum, dass wir unsere Suchanfragen qualifizieren können, also unsere Suchanfragen mit bestimmten Befehlen besser machen können. Und das funktioniert, da gibt es ein Standardvokabular quasi, was in verschiedenen Datenbanken funktioniert, in den weit meisten Datenbanken funktioniert. Und da haben wir auch schon so ein bisschen reingeguckt. Wir hatten ja beispielsweise kennengelernt, dass wir mit der sogenannten Phrasensuche unsere Suchanfragen verbessern können. Also, wenn wir sowas nehmen wie User Experience, wenn wir diese Suchanfrage nehmen, dann sagen wir dem System ja nichts anderes, als dass es in den Dokumenten oder in einem bestimmten Feld, was wir vorher ausgewählt haben oder was das System für uns auswählt, nach dem Wort User und nach dem Wort Experience suchen soll. Also die sollen irgendwie beide in den Dokumenten vorkommen. Und wir haben jetzt schon kennengelernt die Möglichkeit, dass wir das Ganze in Anführungszeichen setzen, also diese Phrasensuche ausführen. Und die Phrasensuche sorgt dafür, dass die Phrase User Experience, also zwei Wörter, genau in dieser Reihenfolge, wie wir es eingegeben haben, und genau nebeneinander vorkommen. Wir können die Phrasen beliebig verlängern. Wir können User Experience Design machen, das Ganze in Anführungszeichen stellen und dann würde eben diese Phrase gesucht werden. Das Wichtige hier ist, was uns gleich noch ein bisschen weiter beschäftigen wird, wenn Sie, ich schreibe nochmal die ursprüngliche Suchanfrage hin, User Experience. Dann gibt es quasi ein Gesetz. Die zweite Suchanfrage, die Phrasensuche, kann nicht mehr Ergebnisse bringen als die erste Suchanfrage. Und sie würde nur gleich viele Suchergebnisse bringen unter der Voraussetzung, dass alle Dokumente, die User Experience, die beiden Wörter irgendwo enthalten, sie auch genau in dieser Reihenfolge enthalten. Jetzt war das vielleicht schon ein bisschen verwirrend. Die Regel, die wir daraus aber ableiten können, ist, dass die Phrasensuche weniger Dokumente erbringt als die Suche, die das nicht weiter qualifiziert. Es gibt weniger Dokumente, die User Experience genau in dieser Reihenfolge nebeneinander enthalten, als Dokumente, die irgendwo User und irgendwo Experience enthalten. Das ist eine Strategie, die Sie in vielen Fällen auch schon bei den Übungen eingesetzt haben und damit die Möglichkeit haben, Ihre Suche zu präzisieren und die Treffermenge einzuschränken.
Wir werden uns im weiteren Verlauf mit verschiedenen Techniken beschäftigen, die uns helfen, die Treffermenge weiter zu steuern. Zu steuern entweder, dass wir die Treffermenge einschränken wollen oder ganz im Gegenteil, dass wir die Treffermenge erweitern wollen. Und ich möchte auf zwei Themen hier eingehen. Das eine ist die sogenannte Trankierung. Und das zweite werden die boolschen Operatoren sein. Die kommen dann noch extra und etwas ausführlicher. Bei der Trankierung geht es darum, dass wir oft das Problem haben, dass wir eine Suchanfrage haben und wir möchten beispielsweise, wir suchen nach Bibliothek, jetzt mal als ganz einfaches Beispiel, und wir würden aber auch Dokumente finden wollen, wo Bibliothek kennen, also die Pluralform vorkommt. Und die Frage ist, was machen wir dann? Wir können natürlich sagen, wir geben die Suchanfrage Bibliothek ein. Und irgendwann geben wir auch mal Bibliotheken ein. Und haben dann also für das eine eine Trefferliste, für das andere eine Trefferliste und hoffen damit mehr Dokumente zu finden. Also Suchanfrage, zwei Suchanfragen, zwei Schritte und sie haben in der hohen Wahrscheinlichkeit starke Überschneidungen zwischen den Trefferlisten für die Suchanfrage Bibliothek und die Suchanfrage Bibliotheken. Wir haben also die doppelte Arbeit, wir müssen zwei Trefferlisten vielleicht mit jeweils 100 Dokumenten durchschauen, bis wir zu unserem Ergebnis kommen. Die Trankierung ist die Möglichkeit, Wortstämme einzugeben und damit alles zu bekommen, was mit diesem Wortstamm beginnt. Und der Operator, den wir verwenden, ist in der Regel der Stern. In manchen Systemen ist es auch anders, aber in den meisten ist es der Stern. Und Bibliothek, Stern, die Suchanfrage führt dazu, dass wir alles finden, was mit Bibliothek beginnt. Also zum einen, klar, das Wort Bibliothek beginnt mit Bibliothek. Also wir finden auch die, genau die eingegebene Form. Wir finden aber auch Bibliotheken, Bibliotheksmanagement, und so weiter und so fort. Also alles, was genau mit Bibliothek beginnt, kommt raus, wenn wir das mit dem Stern trankieren. Das Ganze bedeutet, wenn Sie an die Menge der Treffer denken, die wir damit erhalten, dass die Treffermenge wesentlich erweitert wird. Während wir hier bei der Phrasensuche eine Beschränkung der Treffermenge haben, es gibt weniger Dokumente, die User Experience genau in dieser Reihenfolge enthalten, als Dokumente, die User und Experience irgendwo enthalten, haben wir hier das Umgekehrte, wir erweitern die Treffermenge. Es gibt Dokumente, die enthalten Bibliothek, es gibt Dokumente, die enthalten Bibliothek kennen, es gibt Dokumente, die enthalten Bibliotheksmanagement und so weiter und so weiter. Und damit weiten wir die Treffermenge aus, erhalten also mehr Dokumente und sparen uns die ganze Arbeit, dass wir jedes Wort einzeln finden müssen. Generell kann man sagen, wenn Sie auf Ihre bisherigen Recherchen schauen oder ich auf Ihre bisherigen Lösungen der Rechercheaufgaben schaue, dass wir noch sehr stark an den Suchanfragen selber hängen, dass Ihre Rechercheergebnisse sehr stark davon abhängig sind, wie Sie die Suchanfrage formuliert haben, was Sie eingegeben haben, und das können wir hier ein Stück weit verändern. Ich weiß gar nicht, was alles vielleicht noch mit Bibliothek beginnt, und das brauche ich auch gar nicht wissen, weil ich gebe es mit der Trankierung ein, bekomme alles, was damit anfängt, und kann dann entsprechend aussuchen und alles das anwenden, was Sie schon kennen, nämlich die ganzen Drilldowns und weiteren Einschränkungen der Suchanfragen. Also erstmal das Feld quasi mit der Trankierung weit öffnen und dann kann man entsprechend wieder einschränken. Ich möchte aber auf ein Problem hinweisen bei der ganzen Sache. Wenn Sie sowas haben wie, also Sie können das Gleiche machen, meinetwegen mit Suchmaschinen, oder Suchmaschine, Stern, bekommen Suchmaschine, Suchmaschinen, Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing und so weiter und so weiter. Also eigentlich eine gute Idee.
Und Sie könnten sich ja fragen, naja, vielleicht geht es ja nicht nur um die Maschinen, sondern es geht auch um Suchverhalten und was weiß ich was alles. Und damit stellt sich ja die Frage, wo schneiden Sie ab? Sie können ja auch viel früher abschneiden. Also wenn Sie sowas haben wie Suchmasch, Stern, dann wäre das, würde alles, was eben damit beginnt, angezeigt werden. Und ich könnte auch sagen, ich probiere es mal mit Suchstern. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo wir sehen, dass es eben nicht mehr so gut funktioniert unbedingt. Denn denken Sie daran, dass nicht nur Suche, Suchmaschinen, Suchverhalten und so weiter damit beginnen, sondern auch sowas wie Suchtverhalten, komplett anderes Thema. Und das ist die Gefahr, wenn Sie zu früh trankieren, dass Sie Dinge kriegen, die Sie vielleicht gar nicht haben wollen. Und hier werden Sie eher wahrscheinlich im medizinisch-psychologischen Bereich und bekommen Ergebnisse, die eben nicht geeignet sind. Also bei der Trankierung, super Instrument, um die Recherchen zu verbessern, um mehr Dokumente zu finden. Achtung, mehr Dokumente, man denkt dann immer, oh Gott, jetzt habe ich eine riesen Treffermenge. Wir können die Treffermenge hinterher wieder einschränken. Es geht uns ja darum, wir möchten alle für unser Thema passenden Dokumente finden und sie dann nochmal einschränken auf die besten daraus. Also die Trankierung ist eine super Möglichkeit, aber wir müssen uns genau überlegen, wo wir trankieren. Das kann man natürlich entsprechend immer ausprobieren. Bei meinem Beispiel mit Suchstern werden Sie relativ schnell merken, dass Sie da nicht auf dem besten Weg sind. So viel zur Trankierung und wir gehen einen Schritt weiter. Wir schauen uns jetzt eins der mächtigsten Instrumente für die Suche an, für die Formulierung oder beziehungsweise die Qualifizierung von Suchanfragen. Und das sind die sogenannten Boolschen Operatoren. Die Boolschen Operatoren heißen Boolsche Operatoren, weil sie von George Boole, einem Mathematiker, erfunden wurden. Und sie stellen so eine Art Sprache der Logik dar. Und sie bestehen aus drei Operatoren. Das sind die folgenden drei, AND, OR und NOT. Und mit diesen drei Operatoren können Sie unglaublich komplexe Suchanfragen ausdrücken und Sie können Suchanfragen formulieren, die so präzise sind, wie Sie es wahrscheinlich bisher sich nicht vorstellen konnten. Das Wichtige daran ist, dass man einmal dieses Vokabular gut erlernt. Wenn Sie das einmal verstanden haben, können Sie es auf 1000 Bereiche anwenden. Wie gesagt, diese Operatoren sind ein Standardvokabular, was eigentlich in den weitmeisten Suchsystemen funktioniert. Es gibt Ausnahmen, darüber werden wir noch sprechen. Aber ob Sie das Ganze jetzt bei einer Suchmaschine anwenden, ob Sie das in einer Fachdatenbank anwenden, in einer multidisziplinären Wissenschaftsdatenbank, was auch immer, Sie können sich ziemlich sicher sein, dass die Boolschen Operatoren in den weitmeisten Fällen funktionieren werden. Es sind nur drei unterschiedliche Befehle und wenn Sie wissen, was man mit denen ausdrücken kann, können Sie unglaublich komplexe Recherchen, unglaublich komplexe Suchanfragen formulieren und Ihre Recherche sehr, sehr präzise machen. Es wird immer gerne gezeigt und damit möchte ich auch einsteigen. Diese Diagramme, wenn Sie zwei Suchbegriffe haben, wir nennen die mal A und B, dann haben Sie ja für jeden dieser Suchbegriffe eine Treffermenge. Es gibt eine bestimmte Menge von Dokumenten, die Suchbegriff A enthalten, eine bestimmte Menge von Dokumenten, die Suchbegriff B enthalten und es gibt eine bestimmte Menge, die enthält sowohl den Suchbegriff A als auch den Suchbegriff B. Und das ist das, was wir mit AND hinkriegen. Also typischer Fall, Sie suchen, wie Sie es eigentlich schon häufig gemacht haben, meinetwegen nach
Schatzhafen-Rhein, Bibliothek und Schule, findet alle Dokumente, die sowohl Bibliothek als auch Schule enthalten, findet nicht Dokumente, die nur Bibliothek oder nur Schule enthalten und nicht das jeweils andere dazu. Solche Suchanfragen haben Sie schon zuhauf formuliert, denn die weit meisten modernen Suchsysteme interpretieren Suchanfragen, wo einfach Wörter aneinandergereiht werden. Also wenn Sie Bibliothek, Leerzeichen, Schule schreiben, dann wird das System das umsetzen als eine Suchanfrage, die genau das meint, nämlich Bibliothek und Schule. Sie brauchen es halt nicht mehr eintippen. Wichtig ist, wenn Sie hinterher kombinieren möchten, dann müssen Sie es wieder eintippen und dann ist es auch wichtig und sinnvoll, das and mit dazuzunehmen. Sie sehen hier bei der Formulierung der Suchanfrage habe ich die Suchwörter normal geschrieben und die Operatoren komplett groß und den Operator komplett groß. Das ist auch der Standard, wie es gemacht wird. Also die Systeme verstehen Sie nur, wenn Sie die Operatoren komplett in Großbuchstaben eingeben. Ich markiere das mal, was zu was gehört. Schauen wir uns den zweiten Operator an. Das ist OR. Mal wieder die beiden Kreise mit meinen Suchbegriffen A und B. Und das boolesche OR ist ein bisschen anders als das OR oder das ODER, was wir so aus dem allgemeinen Sprachgebrauch kennen. Denken Sie sich so das Beispiel, ich lade Sie zu mir nach Hause ein. Sie kommen an und ich frage Sie, möchten Sie Kaffee oder Tee? Sie werden wahrscheinlich sagen, entweder Kaffee oder Sie werden Tee sagen, aber Sie werden nicht sagen beides. Und das boolesche ODER ist hier anders, denn es kann eben das eine meinen oder das andere oder beides. Und wenn wir uns das an den Mengen angucken, die Menge der Dokumente, die Suchbegriff A enthält, die Menge der Dokumente, die Suchbegriff B enthält, dann schraffieren wir es hier komplett durch. Sind also sowohl die Dokumente, die A enthalten, als auch die, die B enthalten, als auch die, die beides enthalten. Also könnten wir hier sagen, wir haben, man macht es oft bei Synonymen, sowas wie mal ein Klassiker Samstag, oh, Sonnabend, findet alle Dokumente, die entweder Samstag oder Sonnabend enthalten oder die beides enthalten. Kommt noch eine Sache dazu, das gilt für alle Operatoren und das macht sie nochmal noch ein Stück weit stärker. Wir können beliebig viele Suchwörter mit diesen Operatoren aneinanderreihen. Also ich könnte sagen, Bibliothek, Schule und Kultur. Und Sie sehen, ich sprenge meine Treffermenge noch weiter ein. Das passende Bild dazu wäre, dass ich jetzt drei Kreise habe, weil ich drei Suchbegriffe habe und da, wo sich alle drei überschneiden, das ist die Menge. Und Sie sehen schon vom Symbolbild her, schon, dass diese Menge natürlich kleiner ist, als wenn Sie nur zwei Suchbegriffe haben. Also je mehr Begriffe Sie aneinander reihen oder mit AND verbinden, desto kleiner wird Ihre Treffermenge. Das Umgekehrte haben Sie bei dieser Suchanfrage oder bei der Verbindung mit OR, dass Sie, je mehr ORs Sie hinzufügen, desto größer wird die Treffermenge. Sie weiten also die Treffermenge aus. Und Sie sehen schon jetzt dieses Element der Steuerung, was hier drin ist. Ich kann jetzt selber entscheiden, nicht ein Suchsystem entscheidet für mich. Ich kann selber entscheiden, ob ich weniger Treffer haben möchte, also die Suchanfrage enger mache, oder ob ich sie weitermache und mehr Treffer erhalte. Und das ist schon eine tolle Möglichkeit. Schauen wir uns noch den dritten Fall an, die Verbindung mit NOT. Mal wieder die beiden Kreise. Wir haben A und B und die Suchanfrage lautet A NOT B. Ich möchte A, aber nicht B. Dann bekomme ich alle Dokumente, die A enthalten, aber gleichzeitig nicht B enthalten. Das heißt, wenn ich mir angucke, was die Treffermenge ist, dann ist es genau
markiere das hier mal ein bisschen deutlicher. Dann ist es genau diese Menge der Dokumente, die A enthalten, nicht aber die, die gleichzeitig A und B enthalten und auch nicht die, die nur B enthalten. Also wir könnten hier sagen, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Zettel gucken, was für ein Beispiel ich mir hier ausgesucht hatte. Genau, wir nehmen mal sowas wie Spezialbibliothek, not Behördenbibliothek. Und auch hier können wir beliebig viel weiter mit not aneinanderreihen und könnten sagen, wir wollen Spezialbibliothek, aber nicht Behördenbibliotheken, nicht Museumsbibliotheken, nicht was auch immer alles haben. Und Sie sehen hier, dass Sie mit einem, in dem Fall mit einem Oberbegriff suchen können und einen Teil der Unterbegriffe ausschließen können. So, schauen wir nochmal aufs Ganze hier. Sie sehen, es sind nur drei Operatoren, and, or, not. Und Sie haben damit die Möglichkeit, Ihre Suchanfragen wesentlich zu qualifizieren, wesentlich einzuschränken und eben hier entweder Ihre Treffermengen zu verkleinern, indem Sie weiter and aneinanderreihen, also mehr Suchbegriffe aneinanderreihen, aber weniger Dokumente dadurch bekommen. Das gleiche, wenn Sie mit not Begriffe ausschließen. Oder Sie können Ihre Treffermenge erweitern mit dem boolschen or, was dafür sorgt, dass das eine oder das andere oder das nächste gefunden wird und damit die Treffermenge vergrößert wird. Das wäre schon an sich, wenn Sie es so betrachten, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Ihre Suchanfragen zu qualifizieren. Es wird aber noch viel besser, denn Sie können diese Operatoren beliebig kombinieren. Und damit können Sie Suchanfragen erstellen, die, wenn Sie das wollen, seitenlang sind, sehr, sehr präzise suchen. Man muss aber natürlich wissen, wie man das Ganze verbinden kann. Und das möchte ich Ihnen im Folgenden noch zeigen. Nehmen wir mal ein Beispiel dafür. Ich nehme mal die Suchanfrage, kombiniere mal jetzt, versuche mal alles zu kombinieren. Nehmen wir Informationskompetenz und ich schreibe jetzt mal die Suchanfrage untereinander. Sie können es einfach der Reihe nach wegschreiben, nur der Übersichtlichkeit halber. Und ich mache jetzt, verbinde es mit or und nehme Medienkompetenz. Das ist so ein typisches Beispiel, wo Sie gut sehen können. Also oft steht ja, also finden Sie Literatur zum Thema Medien- und Informationskompetenz. Dann macht man häufig den Fehler, dass man Medien- und Informationskompetenz eingibt. Dann sieht man vielleicht, dass nicht so richtig was Brauchbares rauskommt. Dann setzt man es als Phrase in Anführungszeichen. Dann kommt mehr raus. Aber denken Sie daran, dass Sie damit alles verloren haben, wo nur Informationskompetenz oder nur Medienkompetenz vorkommt. Es ist ziemlich unwahrscheinlich in diesem Fall, das ist aber eine inhaltliche Frage, dass Informationskompetenz und Medienkompetenz vorkommt, aber auch das kann natürlich der Fall sein. Wir gehen jetzt mal davon aus, Informationskompetenz ist gut genug und Medienkompetenz ist auch gut genug für uns. Und wir wollen auch noch den englischen Begriff Information Literacy dazu. Und wir wissen ja, Mehrwortbegriffe machen wir gleich in Anführungszeichen. So, und wenn Sie jetzt an dieser Stelle zurückdenken an Ihre Suchanfragen, die Sie bisher gestellt haben, dann sehen Sie schon, naja, viele von Ihnen haben in einem Rechercheprotokoll auch drin gehabt, erst die Suchanfrage Informationskompetenz, dann sucht man sich Dokumente zusammen, dann Medienkompetenz, man sucht sich Dokumente zusammen, dann Information Literacy, man sucht sich Dokumente zusammen. Und Sie werden bemerkt haben, dass in den Trefferlisten immer wieder auch Überschneidungen drin sind. Sie finden natürlich neue Dokumente auch,
Aber es gibt eben auch Dokumente, wo sowohl Informationskompetenz als auch Medienkompetenz als auch Information Literacy erwähnt wird. Und dann haben Sie das Dokument dreimal in drei verschiedenen Trefferlisten sich angeguckt. Allein diese Verbindung mit OR sorgt dafür, dass wir nur noch eine Trefferliste haben. Und wir brauchen nur noch einmal natürlich eine längere Trefferliste dann durchgucken, aber wir haben diese ganzen Dubletten nicht mit drin. So, jetzt ist uns das Ganze nicht spezifisch genug. Wir haben ja sehr stark ausgeweitet. Also wir haben jetzt eine Treffermenge, die größer geworden ist als jeweils die einzelne. Und wir wollen das Ganze jetzt auf Bibliotheken beschränken und würden jetzt sagen, machen das mit AND und nehmen mal Bibliothek. Und könnten hier noch sagen, ja gut, Bibliothek, wenn wir Information Literacy als englischen Begriff haben, dann nehmen wir auch Bibliothek noch auf Englisch dazu. Und jetzt kommt noch Library dazu. So, jetzt kommen wir allerdings zu einem Problem, oder es ist eigentlich kein Problem, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Anweisungen klar sind, die wir geben. Denn wenn Sie sich anschauen, wie ein System nach der Logik diese Suchanfrage interpretiert, dann ist diese Suchanfrage nicht eindeutig. Denn wir könnten sagen, es soll Informationskompetenz oder Medienkompetenz vorkommen oder gleichzeitig Information Literacy und Bibliothek. Oder es kommt eins von denen vor und oder Bibliothek. Also könnten sagen, eine Suchanfrage, die ein Dokument, was nur Library enthält, würde hier drin vorkommen. Es ist zumindest missverständlich. Wir als Menschen wissen, was gemeint ist, aber wir müssen es klar ausdrücken. Und hier kommt ein weiteres Element der Boolschen Logik hinzu, und das ist das, was Sie aus der Mathematik kennen. Wir können Klammern setzen. Und mit den Klammern, also ähnlich wie wenn Sie Plus und Minus haben und Sie haben Multiplikation dazu, dann müssen Sie auch Klammern setzen, um anzugeben, was vor was berechnet werden soll. Ganz ähnlich ist es bei der Formulierung von Suchanfragen mit der Boolschen Logik. Wir würden also diese Suchanfrage in zwei Bereiche trennen. Wir haben auf der einen Seite das ganze Thema Informations- und Medienkompetenz, würden das in Klammern setzen. Also die erste Verarbeitung wäre, finde alle Dokumente, die Informationskompetenz oder Medienkompetenz oder Information Literacy als Phrase enthalten. Und finde Dokumente, die gleichzeitig entweder Bibliothek oder Library enthalten. Und könnten dann, würden das in Klammern setzen, damit sind die Verarbeitungsschritte klar definiert. Die Klammerung erlaubt uns also, dass wir hier sehr effizient vorgehen bei der Suchanfrage. Wir finden sowohl alle Dokumente, die Informationskompetenz und Bibliothek enthalten, als auch die, die Medienkompetenz und Bibliothek enthalten, Information Literacy und Bibliothek, Informationskompetenz und Library, Medienkompetenz und Library, Information Literacy und Library. Also Sie sehen, wir haben auf, für jeden dieser Begriffe auf der linken und rechten Seite von der AND-Suchanfrage uns verschiedene verwandte Begriffe ausgesucht. Alles wird mit allem kombiniert und wir haben eine sehr, sehr viel präzisere Suchanfrage, sind nicht mehr so stark auf einzelne Wörter angewiesen. Auch hier, das ist nicht Bestandteil der Boolschen Logik. Die Boolsche Logik besteht nur aus AND or NOT. Schon die Phrasensuche ist quasi eine Erweiterung des Ganzen, also keine Boolsche Logik. Aber wir könnten auch hier, um unsere Suchanfragen noch komplexer zu machen, auch die Trankierung einsetzen. Also Bibliothek trankieren und Library würde ich jetzt nicht an dieser Stelle trankieren, sondern würde das Y weglassen, denn Sie wissen, Libraries mit die Pluralform wäre mit IES. Also würde ich hier schon trankieren und Sie haben die Möglichkeit, es eben noch weiter zu erweitern. Jetzt habe ich Ihnen in einer Suchanfrage schon gezeigt, wie die unterschiedlichen Boolschen Operatoren verwendet werden können, auch mit der Klammerung. Und wir können das Ganze noch erweitern. Ein Operator fehlt uns ja noch, nämlich NOT. Und ich könnte jetzt zum Beispiel noch sagen NOT und setze ich jetzt auch wieder in
Wort öffentliche Bibliothek in Anführungszeichen, also auch wieder die Phrasensuche. Und wenn ich es noch weiter treiben wollen würde, könnte ich jetzt auch hier noch eine Klammer öffnen und auch hier öffentliche Bibliothek oder Spezialbibliothek oder was auch immer eintragen. Und dann sehen Sie, wie man eine sehr komplexe Suchanfrage zusammenstellen kann. Zusammengefasst, das Boolsche-Vokabular erlaubt uns extrem komplizierte oder besser gesagt extrem präzise Suchanfragen zu stellen. Es ist natürlich wichtig, dass wir die Boolsche Logik korrekt anwenden, die Klammerung entsprechend korrekt setzen. Es gilt also immer wieder auch zu überprüfen, ob das Ergebnis, was wir erreichen, auch tatsächlich plausibel ist für das, was wir eingegeben haben. Wenn Sie so eine Suchanfrage stellen und zwei Treffer finden, dann ist ziemlich wahrscheinlich, dass in Ihrer Suchanfrage was nicht stimmt. Kommt natürlich darauf an, was für ein System Sie suchen, aber stellen Sie die Suchanfrage in Scopus, würde ich mich sehr wundern, wenn eine geringe Trefferzahl rauskommen würde. Also der Trick ist hier, weil man vielleicht auch speziell am Anfang leicht Fehler machen kann, dass man sich mit gesundem Menschenverstand und ein bisschen Kenntnis der Datenbanken überlegt, was eigentlich eine plausible Treffermenge hier ist. Also was rechnen Sie damit, wie viel da rauskommt? Und wenn da zu wenig rauskommt oder viel zu viel, wenn Sie es stark einschränken wollen, Sie haben trotzdem noch 100.000 Treffer, dann stimmt auch irgendwas nicht. Vielleicht haben Sie sich dann hier vertan. Die Boolsche Logik und die Boolschen Suchanfragen sind am Anfang häufig ein bisschen schwierig zu verstehen oder nicht zu verstehen, sondern in der Praxis anzuwenden. Das ist mir durchaus bewusst. Auch hier gilt wieder das übliche: Übung macht den Meister. Man muss es einfach trainieren, trainieren, trainieren. Das Training lohnt sich aber definitiv, denn ich hatte schon gesagt, die Boolschen Operatoren, wenn Sie die einmal können, dann gilt es nicht nur für ein Suchsystem, sondern für die weit meisten Suchsysteme, da können Sie das anwenden. Die, schändliche Ausnahme ist Google. In Google können Sie zum Teil mit Boolschen Operatoren suchen, aber wenn Sie so eine Suchanfrage in Google eingeben, dann ist Google zu doof, die zu verarbeiten. Das Problem ist seit dem Start von Google bekannt, also seit über 20 Jahren, und es wurde immer noch nicht gelöst. Kein Mensch weiß warum. Aber andere Suchsysteme, die können sowas gut verarbeiten. Es lohnt sich also, das entsprechend einzuüben. Und Sie können dann das, was Sie gelernt haben, übertragen. Nebenbei ist es auch noch eine gute Logikübung, mit der Boolschen Logik zu arbeiten. Wir machen das für Suchanfragen. Das kann Ihnen auch für andere Bereiche was bringen. So, damit sind wir mit dieser Einheit durch. Bei den Boolschen Operatoren, wie gesagt, ist Übung das A und O. Schauen Sie sich die Aufgaben dazu an. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Erfolg bei der Bearbeitung. Sie bekommen von mir dazu auch ein entsprechendes Feedback.